Also die folgende Kurzpräsentation ist der eigentliche Grund, wieso ich heute hier bin. Wie man auch gesehen hat, es gibt enorm viele spannende Dinge. Ich brauche immer ein Messer an meiner Kehle und darum habe ich, um ein neues Projekt zu starten, habe ich mir eine Deadline gesetzt. Ich habe einfach mal gesagt, ich möchte das Projekt heute vorstellen. Also war ich ein bisschen gestresst, dass es einigermaßen läuft heute. Seit anderthalb Jahren wohne ich jetzt buchstäblich im Grünen. Und wegen den dreien, das ist die Familie, wie sie jetzt aussieht, habe ich mich entschieden, ein neues Kind zu machen. Und zwar wollte ich schon lange, habe ich danach gesucht, zu dem Haus im Grünen gehört auch ein großer Garten. Ich wollte endlich die Pflanzen bestimmen und die Tiere bestimmen und die vielleicht auch mappen. Also habe ich mir gedacht oder zuerst mal gesucht, gibt es irgend sowas in der Art? Wikipedia hat viele Informationen, aber ich habe viele Projekte gefunden. Der Hauptpunkt hat mir aber gefehlt. Die Daten waren nirgendwo richtig frei. Und da ich im Wallis PHP unterrichte, habe ich gefunden, okay, ich schreibe doch einfach mal selber eine Web-Applikation oder probiere es. Im schlimmsten Fall kann ich es für mich brauchen. Aber ich habe es vor einer halben Stunde mal live geschaltet. Wie die meisten Projekte, Open-Data-Projekte, steht auch das auf den Schultern von Riesen, sprich wir oder die Seite nutzt Wikipedia-Daten, die Seite nutzt OpenStreetMap-Daten, die Seite möchte weitere Daten suchen und die auch unter freie Lizenzen stellen. Thema Crowdsourcing, es wäre schön, wenn noch andere Leute mitmachen würden. Bis jetzt bin es nur ich und Wikipedia. Ich würde auch gerne dann einen Review-Prozess einführen, dass das Crowdsourcing, das die Daten bringt, auch die Daten validiert in einem 3-Schritte-Prozess. Wenn 3 Personen etwas gut geheißen haben, ist die Chance recht groß, dass es wirklich relevant ist. Man soll groß denken, Ideen für die Zukunft, Unterrichtslektionen dafür wären möglich, neue Datenkategorien, mobile Applikationen, vielleicht mal eigene Satelliten, um klein zu bleiben. Eine andere Idee, Quiz, Mapping, Exkursion und auf projektflauna.org findet ihr mein neues Projekt. Schaut doch einfach mal rein, wenn es interessiert. Es hat sicher noch Bugs, die könnt ihr auch melden. Da wird in nächster Zeit noch viel entstehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nur noch ein Satz, also um was geht es genau? Also was ist genau? Es geht um Flora und Fauna. Es geht darum, Daten über das Leben auf diesem Planeten zu sammeln, strukturiert und dann auch anzugeben, wo man das findet. Okay. Also um kurz zu sagen, was OpenStreetMap für den Homo sapiens ist, soll Projekt Flauna für den Rest sein.